Hey ho, let's go. Ich bin hier zwar kein Fan von diversen Aftershow-Partys, also zu zeigen, dass man eine Wette gewonnen hat, denn das kommt schon mal vor, aber sowas ist selbst für mich zeigenswert. Also es geht um das Spiel in der argentinischen zweiten Liga zwischen Arsenal und Olympo. Ich habe darauf getippt, dass Arsenal hier gewinnt bei einer Quote von 1,95. Zwei Einheiten, wenig spektakulär, denn Arsenal ist Tabellenzweiter, Olympo 19. Deswegen habe ich gesagt, wenn es hier so eine hohe Quote auf die Heimmannschaft gibt, die in der Heimtabelle Dritter ist, gegen den Letzten der Auswärtstabelle, dann muss es sich um eine Falle handeln oder die Buchmacher wissen natürlich mehr als der durchschnittliche Fan der argentinischen zweiten Liga, so wie ich das bin, beziehungsweise ja, ich bin hier rein nach der Tabelle gegangen, gebe ich auch offen zu, muss man auch manchmal, aber Fakt ist, bei Arsenal hat der erfolgreichste Stürmer gefehlt und zwei Mittelfeldspieler, deswegen war die Quote höher, aber natürlich macht das aus Olympo nicht automatisch eine bessere Mannschaft, die sind immer noch Tabellenletzter und von daher habe ich gesagt, bei einer Zweierquote muss man einfach draufsetzen. Zusätzlich zu dieser Zwei-Einheiten-Wette auf den Sieger habe ich dann noch ein paar spekulativere Wetten abgegeben. Arsenal gewinnt beide Hälften bei einer Quote von 7. Mit 10 € Einsatz hier. Arsenal führt zur Halbzeit am Ende mit Quote 3,25, auch 10 €. Richtiges Ergebnis habe ich gesetzt mit Quote 8,0 auf 2,0. Und Arsenal Asian Handicap minus 1 bei einer Quote von 3,0. 09. Das Spiel ist gerade vor ein paar Sekunden zu Ende gegangen und so ist es ausgegangen. In der ersten Halbzeit hat Anibal Leguizamon das 1-0 geschossen, dann war lange nichts und in der 84. Minute hat Leandro Garate das 2-0 für Arsenal nachgelegt. Das heißt wiederum, meine Wette auf den Sieger wurde gewonnen bei einer Quote von 1,95. Dass die beide Hälften gewinnen, wurde gewonnen. Dass sie zur Halbzeit führen und am Ende wurde auch gewonnen. Richtiges Ergebnis wurde gewonnen und Asian Handicap minus 1 wurde gewonnen. Das alles im Vorfeld gepostet in unserer kostenlosen Gruppe Wettvorhersagen, Sportwettentipps. Da könnt ihr mal sehen, was so Gruppen können, die jetzt nicht nur darauf ausgelegt sind, einzelne Super-Tipps zu posten, weil sowas mache ich normalerweise nicht. Das waren ja jetzt hier auch 5 Super-Tipps in einem Spiel, die gewonnen wurden. Und von daher kommt einfach in die Gruppe und schaut euch an, was wir hier zusammen mit einigen guten Tipps dann hier auf die Beine stellen. Macht Spaß. Das war übrigens meine Wette gestern zum Spiel Dortmund-Hoffenheim. Habe ich auf Hoffenheim mit Asian Handicap 0,75 gewettet, auch weil Reus krank war und Favre krank war. Klar, nie gefährdeter Wettsieg hier, da Hoffenheim ja 3 zu 3 gespielt hat. Und klar haben sie Dortmund erst 3 Tore Vorsprung gegeben, aber gut, ist jetzt eine andere Geschichte. Wie gesagt, die argentinische Liga, die ist unser Lieblingsspielfeld jetzt. Aber gut. Gibt auch wieder andere Sachen, aber ich finde, das war schon mal wirklich ein schöner Abend.